ein deutsches Spiel, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Wir fahren von Kassel nach Hannover. Ich nehme mal Insel-Gottesmoral. Ich werde mir ja eh eine neue holen. Ein neues Lenkrad. Das 900 Grad Dings hat. Weil ich habe aktuell nur 108 hier. Das ist ein bisschen scheiße, weil ein LKW hat halt mehr Lenk. Dingsbums, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt ein bisschen kackig. Aber ja. Funktioniert trotzdem. So. Wenn da jetzt hier mal auf 60 kommt oder dauert das noch? Aber ich will mir auch, also ich hole mir dann Lenkrad mit Schaltung. Das heißt, ich kann dann auch schalten. Genau. Finde ich voll nice. So. Dann nehmen wir ansatzweise auf 70. Was denn das? Das ist eigentlich ein LKW, ich weiß es gerade gar nicht. War ja mal auch sein. Dann links abbiegen. So, nach links ab. Dieser Kackregen schon wieder. So. Fahren wir hier auf die Autobahn mit 40 km/h. Ah ne, es ist gar nicht eine Schnellstraße. Das ist nicht viel besser. Aber ja. Kann man mal machen, muss man aber. Ja. Ja auch geradeaus. Was ich mir die ganze Zeit stelle, ist eigentlich eine Kurve auch eine gerade Kurve? Weil es ist ja im Prinzip gerade. Es ist ja nur schräg, also eine schräge gerade. Ja, scheiß drauf. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Also eigentlich ist es ja eine gerade Kurve. Geht zwar schief, aber das ist ja trotzdem gerade. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Zack. Warum darf man hier nur 60 fahren? Die checkt das nicht. Egal, ich fahre ein bisschen schnell. Dieser Regen, der geht. Oh. Wir fahren ein bisschen 30 km/h zu schnell. So. Ich bin der Weltbeste und LKW-Fahrer. Ich bin, Leute, falls ihr wieder müde klingelt, liegt daran, dass ich schon wieder mal umhabe. Stimmt, danke. Ja doch, heute waren es. Nee, es waren heute sogar irgendwie 9 Stunden. Von 7 bis 16 Uhr. Ja. Also 7 bis ja, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das sind 9 Stunden und ich fahre hier gegen. So. 9 Stunden arbeiten, weiß ich. Das so machen will. Manchen brauchen wir nicht. So LKW fahren finde ich auch geil, ne? Also ich sag mal so, wenn dann auch der Preis stimmt, würde ich definitiv LKW fahren. Also mir macht das einfach Spaß, so durch die Gegend fahren, auf Autobahn, nach und sonst wo. Dann ausladen, einladen und weiter geht's. So. Kannst du nebenbei auch noch YouTube. Man ist ja nicht am Handy. Ich glaube, man darf sogar nebenbei. Da kannst du auch bei Tesla. Keine Ahnung. Also nur gar ist, dass die Polizei einen nicht mehr anhält. Das ist irgendwie die Geschiss. Und diese Kurve bitte gerade sein. Schaden, Schaden, Schaden. Nein,
jetzt mit dem Auto passiert. Wow, wow, wow. Was geht denn hier? Nichts passiert. Die Autos sind alle noch heile. Ich muss hier rechts rein. Ne? Ja, so. Ja. Ist dieses Lenkrad, ne? Was ich jetzt habe, ist einfach nur Schmutz. Aus weit rechts. Ich glaube, es hat auch nur so 80 Euro gekostet. Das, was ich mir jetzt holen will, kostet eben so 200. Irgendwas. Nichts. Aber ich habe sogar mein Lenkrad in mein Equipment reingepackt. Also ich habe ja so eine Equipment-Liste, was ich so alles habe. Kommt, PC und, wobei mein PC habe ich nicht. Also mein PC ist nicht in der Liste drin, weil ich tatsächlich weiß, von was denn. Ist, weil da steht nichts drauf. Das ist ein bisschen die Frage. Und ich habe ihn halt gebraucht, gekauft. Ne, ja. Ich will mir generell irgendwann einen neuen kaufen. Der kommt auf jeden Fall gut rein. Ich glaube, der kommt dann von mir. Ja. Aber den Link schicke ich, den Link schreibe ich dann rein, dass ich den dann dort drauf finde. Ne, generell die ganzen Setup und Sachen hier sind ja alle drin. Ja. Generell in ein paar Jahren ist es ja dann alles auch nochmal anders. Jetzt schon wieder. Ja, also in ein paar Jahren werde ich auch mein Gaming Setup komplett anpassen. Also ich will wirklich keinen Cent sparen am Gaming Raum. Ich will mir auch einen Mini-Kühlschrank und sowas holen. Das packe ich dann alles in die Liste, die von meinem Bild habe. Kann man sich das da auch holen? Das wird rechts nehmen. Oh. Also rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, aber ich will ja auch in der IT arbeiten. Bitte rechts. Oh, rechtzeitig 50. Dann darf man hier nur 50. Wegen der Kurve. Könnte möglich sein. Ne, die Kurve ist ja jetzt schon wieder zu Ende. Hä? Ja, okay, ich fahre aber jetzt auch mal. Seid ihr mal will den Rahmen lassen? Oh, ich ditch das ja. Oh, ne, ins Wasser will ich nicht. Also jetzt ist kein Geheimnis. Ich fahre hier drin. Wir sind schwimmen gehen hier drin. Kann man doch auch machen. Also ein entspannter Bart. Das ist so. Denn schwimmen gehen, wobei ich kann nicht schwimmen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich würde das gern können, wobei ich auch ein bisschen Angst habe. Oh. Die Ausfahrt rechts. Oh, 60. Ich komme gar nicht mit 60 rum. Hat wen das Spiel von mir, dass ich hier 60 um die Kurve falle? Funktioniert gar nicht. Ich habe schon mit 45 rein. Die Ampel ist für mich grün. Der Busfahrer. Sie sehen das. Für mich ist die Ampel grün. Für ihn auch. Drücken auf. Boah, ich habe Kopfschmerzen gerade. Die kicken. Aber es hält mich trotzdem nichts. Nicht auf. Boah, aber es kickt ganz schön. So. 2 Kilometer. Dann sind wir am Reiseziel angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich 53 auf. Ja, moin. Ich habe einfach. Ach so. Ich habe auch ihn selber ein bisschen gespielt. Ich könnte mir mal auch einen eigenen Stando-Account machen. Das Problem ist, einfach irgendwie von vorne anzufangen. Und ich habe ja auch noch einen Kredit hier auf der. Biege nach links ab. Im Spiel Speicherstand hier. Spiel-Dings. Im Tor kann man dann einfach ein bisschen Geld haben. Also ich glaube, wir sind ja täglich immer nur so zu okay, glaube ich. Nee, ich will nicht hier reinfahren. Muss ich denn hier hin, ey? Was ist das überhaupt für eine Firma? Das ist die Firma, die hier draufsteht. Ja, ich glaube schon. Ist das aber nicht dort? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wäre geil. So. So, und jetzt muss ich hier links. Biege nach links ab. Ah, hier. Endlich, wir sind da. So. Angekommen. Ziel bestätigen. So. Guck mal, alles ist grün hier.
bin jetzt auch fast Level 12, nice. Fortfahren. Hochwertige Fracht anwenden. Kann mal kurz auf meine Bank gucken. E-Mail hier. An Bank. 10.000. Hier 400.000 habe ich mir, glaube ich. Nee. Zurückzahlung. Ah, 100.000. Also nur das hier. Ja, gut. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, auch nicht den geilsten LKW tatsächlich. LKW-Händler. Gibt sogar einen. Nein. Bock. Nee. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ach so. Können wir eigentlich auch eine Garage kaufen? Ne? Ah, habe ich nicht. Ich habe hier eine. Ökonom. Erfolg. Auf. 180.000. Ja, moin. Schnellreise. Ach so. Aha. Fahrermanager. Du. Kann man auch mal auf Leute einstellen, oder wie? LKW-Manager. Scheinbar. 360 PS. Flieger, Händler. Kann ich mir auch so ein LKW-Dings kaufen? Okay. Ich würde sagen, das war's aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut euch mal auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Boah, traumhafter Tag. Haut rein, euer Sonne. Ciao, ciao.